Herzlich willkommen zur Veranstaltung zu kleineren und mittleren Plattformen im Superwahljahr. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich hier als Veranstaltung des Leibniz-Instituts für Medienforschung des Hans-Bredow-Instituts. Herzlich willkommen an unsere Gäste schon mal. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an meine Kollegin. Herzlich willkommen an Sie und euch da draußen, die uns bei YouTube zuschauen. Worum geht es heute? Es steht im Titel, wir sprechen über und vor allem mit kleineren und mittleren Plattformen, diejenigen, die ja in diesem großen Kontext der Content-Moderation und Inhalteregulierung oft so ein bisschen runterfallen, die wir häufig auch so ein bisschen vergessen. Und meine Kollegin Christina Dinar, die Sozialwissenschaftlerin ist, eigentlich ein bisschen aus dem Bereich von Digital Streetwork kommt, beschäftigt sich schon ganz lange mit dem Teilbereich der Content-Moderation und ist auch schon lange interessiert eben an kleinen und mittleren Plattformen, werden manchmal ja auch Nischenplattformen genannt, und hat mit diesen tatsächlich über sogenannte Good Practices gesprochen. Im Teilbereich der Content-Moderation, vor allem aber vor dem Hintergrund eines fairen Online-Wahlkampfes, da wir ja jetzt im Superwahljahr sozusagen stecken und wir uns natürlich auch Plattformen und Content-Moderation vor dem Hintergrund von Wahlkämpfen anschauen müssen. Für Sie und euch da draußen, die bei YouTube dabei sind, noch der Hinweis, ihr könnt über den Live-Chat gerne Kommentare und Fragen reingeben. Die holen wir dann hier auch zu uns aufs Podium. Und jetzt übergebe ich gern weiter an Christina und freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlichen Dank für die Anmoderation. Hallo auch da draußen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute drei spannende Gäste hier. Einmal Daniela Heinemann von an.de, dann haben wir Felix Karte von Reset Tech und wir haben Sven Winter von Gute Frage hier, mit denen wir heute ins Gespräch ganz konkret kommen werden, eben über die Rolle von kleineren und mittleren Plattformen und auch Wahlkampf Inhaltsmoderation. Noch einen herzlichen Dank auch an Tide, die das hier möglich machen, dass wir das streamen können auf YouTube mit euch live und das ist sozusagen hier auch bleiben. So, wir beginnen jetzt heute, da wird Matthias Kettemann uns netterweise kurz ein bisschen einführen. Warum beschäftigt sich das Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut überhaupt mit solchen Phänomenen und was tun wir da vor allem Superwahl? Ja, ich übergebe an dich, Matthias. Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Professor Matthias Kettemann. Ich arbeite am Leibniz-Institut für Medienforschung und leite dort ein Forschungsprogramm zur Plattformregulierung. Warum, wie Christina gesagt hat, warum beschäftigen wir uns mit der Plattformregulierung? Das ist deswegen so spannend, weil wir uns seit langer Zeit mit der öffentlichen Kommunikation auseinandersetzen. Nach welchen Gesetzmäßigkeiten, nach Gesetzen wird kommuniziert? Wie verständigen wir uns in unserer Gesellschaft darüber, was wir wollen, in welche Richtung wir uns bewegen, was uns wichtig ist, welche Werte wir schützen wollen? Und wir haben herausgefunden, dass gerade in letzter Zeit, in den letzten 20 Jahren, verstärkt in den letzten 10 Jahren, ein großer Teil dieser Kommunikation in privaten Online-Räumen stattfindet. Wir sehen hier also eine Privatisierung der Kommunikation, eine Kommunikation, die nach Regeln abläuft, die nicht mehr der Staat oder nicht mehr nur der Staat setzt, sondern auch private Akteure, Plattformen, große und kleine. Und diese Plattformen setzen nicht nur Regeln, sie setzen diese auch durch. Und nicht nur durch menschliche ModeratorInnen, sondern auch durch Algorithmen. Wir haben hier also einen ganz großen neuen Komplex an Normen, an Praktiken, die öffentliche Kommunikation beeinflusst. Und gerade in Zeiten wie Corona, wo Offline-Events seltener geworden sind, wo die Diskussion über immer stärkere staatliche Maßnahmen in den Vordergrund rückt, sind Online-Kommunikationsräume zu bedeutsamen Arenen geworden, wo gesellschaftliche Selbstverständigungsprozesse ablaufen. Und wir untersuchen in verschiedenen Kontexten, wie diese Prozesse ablaufen, wer sie beherrscht, wer die Regeln der Macht aufstellt und wie diese Regeln machtvoll sich auswirken. Konkret in diesem Projekt, dem Superwahljahr-Projekt, finanziert durch einen Grant von Reset Tech, haben wir uns beschäftigt mit der Rolle von App Stores, mit der Rolle des Medienrechts, mit den Defiziten in der deutschen Rechtslage hinsichtlich Online-Werbung. Wir haben uns mit verschiedenen Facetten der Parteienkommunikation im Wahlkampf beschäftigt. Und Christina Dinas Projekt zu kleineren und mittleren Plattformen
passt da auch ganz großartig hinein. Deswegen freuen wir uns vom Leibniz-Institut sehr, dass wir heute hier dieses Event mittragen und organisieren können. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Ich werde, vielen Dank, Matthias. Ich werde euch ein bisschen erzählen darüber, was ihr so bisher, warum haben wir das Projekt gemacht und auch so ein paar zentrale Erkenntnisse und dann gehen wir gemeinsam in die Diskussion. Ein bisschen ist es ja schon angeklungen. Also die Frage und auch, wer sozusagen heute vielleicht Twitter verfolgt hat und geschaut hat, wie wir auch Werbung gemacht haben. Natürlich wollen wir ein bisschen mehr Diversität und auch eine andere Diskussion ansprechen. Also eine Auseinandersetzung auch mit einer Medienvielfalt, die online stattfindet, vielleicht auch zwischen intermediären, ist halt genauso wie die klassische lineare Medienlandschaft anzuschauen. Und hier haben wir es vor allen Dingen mit sozusagen einer Debatte zu tun, die seit Jahren sehr stark dominiert ist von dem, was so klassisch unter dem Hashtag Big Tech läuft, also mit den großen Playern Google, Twitter, Facebook und Co. Sehr wichtig ist aber auch, glaube ich, dabei eben zu schauen, wer ist denn sonst noch da draußen, besonders in Fragen wie zum Beispiel demokratische Wahlen, Beteiligung, Meinungsbildung, sind das ja nicht nur die einzigen Orte, wo das stattfindet, sondern ich glaube, auch als Forscherin, dass kleinere und mittlere Plattformen eine große Rolle spielen, eben als Räume und Auseinandersetzungen und auch im Rahmen von Normenbildung. Und da habe ich mich sozusagen netterweise dank auch der Unterstützung da aufmachen können, mich mit dem zu beschäftigen. Was vielleicht auch interessant ist für alle, dass noch nicht besonders viele das getan haben im Bereich der Forschung. Also es gibt gar nicht so viel dazu, weshalb es eben besonders wichtig ist, auch nochmal dahin zu schauen. Und ich sehe das Ganze auch so ein bisschen als so eine Pionierinnenarbeit, also so einen Stein ins Rollen zu bringen, was mehr Perspektive vor allen Dingen auf Regulierung und Plattform-Governance angeht. Denn wir legen ja heute, oder wir schauen uns sehr viel Regelbildung an, heute vor allen Dingen auch, dass wir morgen mitbestimmen werden und auch mitbestimmen werden, wie die Medienlandschaft wächst, sich entwickelt, Innovation erzeugt und so weiter. Und eben natürlich auch die Menschen, die da draußen sind und sich dort austauschen und diese usergenerierten Inhalte eben tagtäglich produzieren. Also das war so ein bisschen der Schwerpunkt und ich freue mich heute eben besonders, dass wir zwei aus dem Forschungsprojekt gewinnen konnten, um den Austausch zu fördern. Auch das ist natürlich dazu da, die Perspektive zu öffnen. Wichtig vielleicht mal so kleine Punkte. Also insgesamt kann man sagen, dass es eine Vielfalt von Umgang mit Wahlkampfbezogenheiten gibt, dass jede Plattform auch für sich so eigene Regeln entwickelt hat. Ich würde sagen, ich habe keine, die das nicht tut, sondern das variiert von Zulasten von wahlkampfbezogenen Gruppen im Kontext einer Social-Media-Dating-App mit klaren Bezügen zu Parteien als auch Accounts zu lassen, die sozusagen Wahlwerbung für sich, für das Mandat zu lassen, hin bis zu dem Teil, wo das sozusagen eigentlich sehr stark reguliert ist, gewollt ist, wo die Zulassung auch, würde ich sagen, sehr, sehr rigide ist. Also sozusagen eine große Bandbreite haben wir vorgefunden. Das Zweite ist auch ein wichtiger Fakt, glaube ich, in der Frage, da kommen wir vielleicht im Kontext der Regulierung dazu, weil wenn wir über Big Tech sprechen, dann sprechen wir vor allen Dingen über industrielle Inhaltsmoderationszentren. Wenn wir aber mit Plattformen anderer Größe arbeiten, dann hat man viel mit händischer Moderation zu tun oder mit sozusagen Kombinationsformen. Und diese händische Moderation, die fast alle Plattformen, die ich untersucht habe, hatten, zeigen sozusagen auch nochmal auf, dass es dezidiert eine Auseinandersetzung unterstützt, wo wir eine nuancierte Moderation haben. Das heißt, da wird genau angeschaut, in welchem Kontext steht der Post, vielleicht welcher Account steht dahinter. Das sind sozusagen auch andere Zeit und Ressourcen, die dort reinfließen, um letztendlich ein hohes Gut wie Meinungsäußerungsfreiheit zu entscheiden. Das ist sehr spannend. Vielleicht auch noch im Kontext des Wahlkampfs finde ich auch nochmal wichtig. Vielleicht kommen wir auch nochmal darauf, das sogenannte Agenda-Setting im Wahlkampf. Also das kann ich natürlich, wenn Accounts
angelegt werden mit bestimmten, und da waren mehrere sehr ähnlich, mit dem ganz speziellen Zweck der Verunglimpfung des politischen Gegner, der politischen Gegnerin, dann wird da sehr schnell eingegriffen. Da gab es mehrere, die sozusagen das auch tun, auch im Kontext jetzt nicht nur Wahlkampf digitaler Gewalt, also auch so Cybergrooming oder Anbahnung, Love Scams, das sind dann so Heiratsschwindlerinnen. Also all dieser ganze Bereich wird relativ gut auch in den Griff gehalten mit so einer händischen Moderation, die eine ganz hohe Qualität erzeugt und eben diese Nuancierung. Teil davon ist auch Geschäftsinteressen für Angebote, die auch davon auch nicht, also das ist auch sowas, was händische Moderation, was nochmal zeigt, dass man vielleicht auch nochmal über die Qualität von Investitionen, die Unternehmen solche Zentren sprechen sollte. Dann ganz wichtig, die Community-Beteiligung, die ist ganz verschieden. Aber je mehr Community in diesen Kontexten beteiligt wird, desto höher haben wir die Aussagen, dass eine Identifikation von Userinnen und auch, glaube ich, eine höhere Regelakzeptanz da ist. Das ist auch was, was man noch quantitativ besser erheben könnte. Und das Letzte, was ich auch sehr interessant finde, dass wir das vielleicht auch nochmal diskutieren können, ist die Frage, das NetzDG ist natürlich keine, also alle Plattformen haben, die ich untersucht habe, haben diese Kriterien, dass sie da reinfallen. Also unter 2 Millionen inländisch registrierte Nutzerinnen haben, obwohl das NetzDG diese Plattform sehr wohl beschäftigt und auch letztendlich eine Auseinandersetzung mit einem Gesetz ist, was nicht für sie gemacht ist, aber letztendlich doch da draußen irgendwie ein bisschen lauert und sie vielleicht doch indirekt auch betrifft. Und da nochmal zu schauen, inwiefern das vielleicht sinnvoll ist, A, so eine Grenze einzuführen und B, auch zu schauen, welche positiven Effekte hat das sozusagen in der freiwilligen Selbstregulierung oder in das, was Plattformen als Richtlinien eigentlich gar nicht als so schlecht als Teil. Nochmal hier auch ganz besonders wurde mehrmals genannt, dass es eher um Meldeverfahren weniger, also Meldewegsverbesserungen weniger, und das ist auch nochmal sehr deutlich über die Weitergabe von Nutzerinnendaten. Da hatte ich den Eindruck bei all denen, die ich befragt habe, dass da ein enorm hohes Verantwortungsbewusstsein stattfand, und das ist auch dann eine sehr spezielle Verantwortungshaltung innerhalb der Unternehmen da. Dasselbe ging für Wiederherstellung nach Löschungsverfahren. So, insgesamt auch noch was Schönes für die Wissenschaft, denn diese Plattformen sind natürlich auch viel offener, was Diskurs und was Wissenschaft angeht, in Zeiten, wo große Plattformen auch gerne wissenschaftliche Accounts sperren und wir, glaube ich, noch eine ganze Diskussion vor uns haben, wie da die Verhältnisse sein sollen, ist es auch nochmal sehr positiv zu betonen, dass diese Kooperation einfach da ist und auch stattfindet und auch eine Offenheit Wissenschaft gegenüber. Ja, dann bin ich gespannt. Das sind auch erste Aufschläge. Wie gesagt, das ist großes Feld. Ich habe da eher so ein bisschen den Anfang gemacht und ich freue mich sozusagen auch, wenn sich das weiterentwickeln kann, wenn sich noch mehr Fragen daran anknüpfen. Denn wie gesagt, evidenzbasierte, informierte Debatte zu diesem Feld, das beginnt jetzt erst. Aber in dem Sinne beginnen wir dann mal mit unserem Gespräch. Vielen Dank, Christina. Und nochmal die herzliche Begrüßung an unsere Gäste, Christina. Ja, natürlich, das Wichtigste. Was würde man ohne Gäste machen? Also, wir haben Daniela Heinemann von nebenan.de. Sie sitzt im Complaint Management. Daniela hat in Buenos Aires studiert und in Ecuador im öffentlich-rechtlichen TV- und Radiosender gearbeitet und dort im Bereich Social Media und digitale Strategien entwickelt. Sie ist dann nach Berlin gekommen, hat Medien und politische Kommunikation studiert und ist seit Juni 2020 im Complaint Management bei der Nachbarschaftsplattform nebenan.de. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Dann haben wir Sven Winter, der ist Head of Community Management und Marketing bei Gute Frage Netz, dort seit 7 Jahren. Und seit knapp 3 Jahren sozusagen Head of Community, was das ist, wird er uns wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer erzählen. Er hat Kommunikationswissenschaft,
Politikwissenschaft und strategische Kommunikation an der WWU Münster. Genau, willkommen auch von mir. Hi. Ja, hi, schön, dass du da bist. Und Felix, Felix ist hier heute hier als Senior Advisor. Felix hat lange für die EU gearbeitet und hat dort vor allen Dingen sich mit Big Tech und Plattformregulierung auseinandergesetzt. Und ich bin auch schon ganz gespannt, was du als mitbringst zu der jahrelangen Arbeit eben mit Big Tech, mit diesem Blick auf vielleicht ein neues Feld. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Und jetzt haben wir schon so viel über diese im Grunde Metaebene gesprochen, der Inhalte, Moderation. Jetzt wüsste ich aber eigentlich von euch, Daniela und Sven, gerne erstmal, wie würdet ihr eure jeweils ganz spezifische Plattform eigentlich beschreiben? Gibt es vielleicht irgendwas, was eure Community ganz speziell ausmacht und was die auch vielleicht besonders antreibt? Wer mag starten? Ja, dann fange ich einfach mal an. Hallo erstmal in die Runde nochmal von mir. Gute Frage, glaube ich, kennen die meisten Menschen. Die Plattform gibt es seit 2006 und ist eine Q&A-Plattform, also eine Frage-Antwort-Plattform, wo Nutzer Fragen stellen können und andere Nutzer beantworten diese Fragen. Und ich glaube, unsere Community ist halt sehr altruistisch. Also die Mehrheit unserer Nutzer sind da. Sie sind die meisten mal über Google auf unsere Plattform gestoßen, haben selbst dann mal eine Frage gestellt und haben dann festgestellt, wow, mir wurde bei einem Problem geholfen, sei es ein technisches Problem mit meinem Handy oder ein Beziehungsproblem oder was auch immer, und haben dann festgestellt, okay, ich habe von Leuten irgendwie gratis Hilfe bekommen, die ich gar nicht kenne, und vielleicht kann ich ja auch helfen. Und so gibt es halt Leute, das hören wir immer wieder von Usern, die sagen, das fand ich so cool, dass mir irgendwie Leute geholfen haben, dass wir dabei geblieben sind und dann auch selbst uns irgendwie entwickelt haben von Leuten, die Fragen hatten zu, ich kann ja in dem Expertengebiet, wo ich mich gut auskenne oder wo ich Ahnung habe, anderen Menschen helfen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zu Twitter und anderen Plattformen, dass bei uns irgendwie eher so das Miteinander im Fokus steht und irgendwie bestmöglich schnell anderen zu helfen und weniger das Selbstdarstellen. Solche Leute gibt es natürlich immer, aber das Zentrum ist schon irgendwie Unterstützungssupport von anderen. Aber es ist schon eine heterogene Community, oder? Jetzt keine klassisch homogene Community dadurch, dass ihr, du sagst, sie sind sehr altruistisch, aber sie sind wahrscheinlich sehr divers, oder? Eure Nutzerinnen und Nutzer? Genau, also ich sage immer, wenn ich mit anderen spreche, wir repräsentieren schon irgendwie Deutschland, also ab 12 Jahren, sage ich mal, bis Open End sind Leute dabei. Also ich kenne Nutzer, wie gesagt, die auch weit über 70 sind und bei uns aktiv sind. Also wir haben schon eine Bandbreite im Bereich auf Alter als auch im Bildungsfaktor. Das sieht man immer wieder von Leuten, die erst kurz in Deutschland sind, die vielleicht mit der Sprache noch nicht so zurechtkommen, bis zum Professor. Das haben wir wirklich alles irgendwie von der Bandbreite dabei. Und das macht es natürlich auch spannend, weil wir irgendwie ein Raum sind, wo Leute miteinander sprechen und diskutieren, die sich vielleicht im normalen Leben nicht treffen, weil ja dann doch jeder in seiner eigenen Blase, in seinem eigenen Freundeskreis irgendwie hängt. Interessant. Ist das bei euch auch so, Daniela? In vieler Hinsicht auch. Natürlich ist unsere Plattform halt anders, weil es ist ja eine nachbarschaftliche Plattform, ne? Und es bilden sich halt innerhalb von dieser großen Plattform nebenan, sind die kleinen Nachbarschaften. Und ich würde sagen, was die Community an sich ausmacht, ist eine große Hilfsbereitschaft und viel Solidarität. Also die Menschen, die sich bei uns anmelden, suchen halt echte Kontakte innerhalb der Nachbarschaft, suchen und bieten Hilfe an. Und die Idee von der Plattform ist ja, dass einen digitalen Weg zu finden, damit sich Leute im echten Leben kennenlernen. Ne? Das ist halt von dieser Anonymität, sagen wir jetzt in Berlin von der Großstadt, aber es passiert halt auch deutschlandweit, dass man ein bisschen mehr in persönlichen Kontakt trifft mit der Person, die halt gegenüber wohnt oder nebenan. Ne? Und dazu haben wir wirklich sehr, sehr, sehr schöne Geschichten gesammelt innerhalb von diesen 7 Jahren von Leuten, die sich kennengelernt haben, die sich gegenseitig unterstützt haben, die zusammen Treffen organisiert haben, die sich auch für bestimmte Sachen organisiert haben, für eine Spielstraße oder für eine Straße sauber machen. Also es ist viel, viel, viel Solidarität dabei. Und ich würde halt noch hinzufügen, dass es in den meisten Fällen Menschen sind, die halt
keine Lust haben auf große Plattformen wie Facebook, Twitter oder halt so anonyme Plattformen und die halt bei uns landen, weil die eher so diesen sicheren Ort suchen, ne? Diesen engeren Kreis. Spannend, vielen Dank. Ja, ich glaube auch, dass jede von uns auch im Publikum sicher schon mit beiden Plattformen in Kontakt gekommen ist. Ich lande häufig auf Gute-Frage-Net und bin auch schon in der Nachbarschaft, gibt es dann so QR-Codes, die dann rumgereicht werden für die Community auf nebenan.de. Geht wahrscheinlich ganz vielen so. Jetzt, ihr habt es ja beschrieben, es ist eine Form von Community, die da entsteht. Es ist eine altruistische Community, die eben Unterstützung anbietet. Es kann eine Community sein, wie Daniela sie beschrieben hat, die darin besteht, dass man sich kennenlernt, dass man eben auch offline zusammenkommt, dass man sich an anderen Stellen unterstützt. Und jetzt fallen da ja eine Menge Inhalte an. Da passiert ja eine Menge Kommunikation rund um genau diese Ziele, die sich eure Plattform eigentlich gesetzt haben. Und da sind wir ja schon dann bei dem Thema, was Christina vor allem beschäftigt, nämlich der Frage nach, wer und wie werden diese Inhalte überhaupt moderiert? Sven, ihr arbeitet ja beide im Grunde an einer sehr wichtigen Schnittstelle eben zwischen den Inhalten, die von Nutzerinnen erstellt werden, auf der einen Seite, und aber auch möglicherweise den Beschwerden über nicht angemessene Inhalte auf der anderen Seite. Wie können wir uns ganz konkret deine Arbeit vorstellen? Wie funktioniert Inhalte-Moderation bei euch und was ist daran besonders wichtig oder warum ist es auch besonders wichtig? Genau, die Moderation ist natürlich einer der wichtigen Teile im Community Management. Neben der Aktivierung der Nutzer und die Nutzer quasi immer ein gutes Erlebnis zu bieten. Aber die Moderation ist schon einer der Kernbereiche. Bei Gute Frage ist es so, dass es quasi vier verschiedene Säulen gibt. Also jeder Nutzer hat die Möglichkeit, Inhalte zu melden. Also jeder Beitrag, der bei uns erstellt wird. Und wir haben jeden Tag 70.000 neue Content-Elemente. Das ist so die Hausnummer, mit der wir jeden Tag umgehen. Jeder Beitrag ist meldbar. Mit verschiedenen Gründen ist es beispielsweise ein Spaßbeitrag, ist es Hate Speech, sind es die verschiedensten Dinge. Das ist schon mal Schritt 1. Also jeder Nutzer kann mitwirken und das sehr unkompliziert, nicht irgendwie über 27 Klickprozesse und am Ende muss ich es noch mit einer Unterschrift bestätigen, sondern sehr einfach. Und dann haben wir drei verschiedene Ebenen. Wir haben ein bezahltes Moderationsteam aus 13 beschäftigten Personen bei uns, die über ganz Deutschland verteilt sind und quasi in einem Schichtsystem arbeiten. Immer zwischen 8 und 24 Uhr sind die online, je nach Auslastung der Plattform mehr oder weniger Moderatoren, sodass wir zu jeder Zeit sicherstellen können, dass wir quasi eine bezahlte und halbjährlich von uns geschulte Person in allen neuen Themenentwicklungen online haben. Die gehen dann auch auf die Meldungen ein. Zudem haben wir ein User-Moderatoren-Prinzip, heißt Nutzer, die sehr aktiv bei uns sind und gut diese Beiträge gemeldet haben und auch sonst sich positiv herausheben, haben die Chance, auch moderative Rollen zu kriegen. Da haben wir nochmal so drei verschiedene Abstufungen. Und auch da binden wir selbst unsere eigene Community mit ein, quasi die Moderation zu unterstützen. Und die letzte Säule ist halt nochmal eine technische Moderation, dass beispielsweise gewisse Wörter geblacklistet sind, dass Beiträge uns gemeldet werden, wenn von einem Nutzer sehr viel zum Beispiel gelöscht wurde, dass wir quasi nochmal quasi mit einer AI im Hintergrund gewisse Inhalte im Vorfeld prüfen können, sind die wirklich okay oder nicht. Wichtig dabei ist mir aber immer, dass das auch immer überprüft wird, dass nicht irgendwie ein System autark moderiert, sondern dass es immer eine menschliche Kontrollinstanz gibt. Mhm. Und wichtig, der letzte Teil der Frage, warum ist es wichtig? Menschen fühlen sich immer wohl auf Plattformen, ist es wie ein Zuhause, wo sie sich selbst wohlfühlen. Wenn man eine Vier-Zimmer-Wohnung hat oder was weiß ich, in München, wo ich lebe, eher eine Dreizimmer-Wohnung, wenn dann ein Raum komplett vollgemüllt ist mit Schrott, mit Dreck, den man nicht haben möchte, würde man sich auch im Rest der Wohnung nicht wohlfühlen. Und so ähnlich ist es in Communities auch. Man möchte sich wohlfühlen, weil man weiß, es ist ein sicherer Ort, hier kann ich frei schreiben, aber Beiträge, die beispielsweise extremistisches Gedankengut haben, die werden auch entfernt und all das, was kritisch ist, da schauen Menschen drauf und genau das ist, glaube ich, auch das Ziel, was wir auch haben, dass Menschen sich einfach wohlfühlen, weil wenn sie sich wohlfühlen, kommen sie gerne wieder und genau können dann auch zum demokratischen Prozess beitragen.
Ich hatte in München mehr so die anderthalb Zimmer Wohnung. Daniela, wie ist das bei euch? Gibt es da auch so eine Mixtur praktisch aus vor allem einer personengebundenen, sage ich mal, Moderation und eben Technologien, vielleicht auch Filtertechnologien, die angewendet werden? Nee, bei uns ist das anders. Wir haben nur menschliche Moderation. Ich glaube, natürlich der größte Unterschied ist, dass wir, wie ich vorher meinte, wir haben ja kleine Communities. Wir haben nicht eine riesengroße Community. Deswegen sind wir ein Team von 4 Leute, die wir halt täglich moderieren. Inhalte können von jeder Person auf der Plattform gemeldet werden. Es können Profile gemeldet werden. Es können Beiträge gemeldet werden. Es können natürlich auch Kommentare gemeldet werden. Und wir arbeiten nach Priorität. Das heißt, wir gucken uns am Morgen an die Beiträge oder Kommentare, die am meisten Meldungen bekommen haben. Und damit fangen wir quasi den Tag an. Und unsere Erfahrung hat gezeigt, dass tatsächlich dieses Prinzip gut funktioniert. Also wenn etwas wirklich sehr Extremes gepostet wird, dann ist die Nachbarschaft sofort aktiv und meldet das sehr oft. Das heißt, wir können sehr schnell eingreifen. Und können diesen Inhalt direkt löschen. Der Grundgedanke dahinter für uns ist, dass die Nachbarschaften an sich wissen, was gut für die Nachbarschaft ist. Und das wollen wir auch so. Deswegen vermeiden wir so gut wie möglich, eine KI einzusetzen, weil wir möchten halt eine gesunde Gesprächskultur fördern und dass wir tatsächlich, wir arbeiten nach dem Prinzip, wir greifen so wenig wie möglich ein, also wirklich nur, wenn es nötig ist. Und wir versuchen auch, die Communities auf aktive Gegenrede zu motivieren. Dafür schicken wir auch Newsletter und wir haben auch im Magazin auch sehr viele Interviews gehabt und fördern eine gesunde Gesprächskultur, weil oft bringt das viel weiter für die Nachbarschaft, diese Diskussion zu bereichern, anstatt dass ein Inhalt plötzlich verschwindet und weg ist, ne? Und die Diskussion einfach verschwindet. In dem Prinzip, wie gesagt, in dem Sinne haben wir keine KI, die jetzt bei uns Inhalte davor liest oder überprüft, sondern alles, was bei uns gepostet wird, ist auch direkt sofort online. Es ist da kein Filter, dass irgendwie zuerst Sachen geprüft werden, sondern es wird direkt online gestellt. Und wie gesagt, für uns hat das ganz gut funktioniert soweit. Und wenn du sagst, aus der Community, hat sich dann aus der Community raus, haben sich daraus sozusagen eben diese Regelwerke und Richtlinien ergeben, die ihr euch zur Grundlage nehmt? Oder gibt es da noch eine andere, einen anderen Player, einen anderen Akteur, der sozusagen gewisse Richtlinien auch setzt von Dingen, die in Ordnung sind auf der Plattform und Dingen, die nicht in Ordnung sind? Also wir erstellen natürlich unsere Richtlinien, weil es ist ja, wir wollen halt diesen sicheren Ort für die Leute haben und dafür glauben wir, dass bestimmte Regeln nötig sind. Also ich nenne immer ein Beispiel, das kommt nicht von mir, sondern von MyLab. Die haben ja ein Video veröffentlicht, als die selber halt Richtlinien erstellt haben für die Moderation auf YouTube. Und MyLab meinte, ja, also es müssen Regeln geben. Natürlich, die Meinungsfreiheit sagt, du kannst schreien, aber wenn du in einer Bibliothek reingehst, kannst du nicht schreien. Das ist verboten, du wirst rausgeschmissen. Und nach dem Prinzip muss man halt so einen bestimmte Rahmenbedingungen erstellen, damit die Leute sich zu Hause wohlfühlen. Und wir aktualisieren unsere Richtlinien nach unserer täglichen Arbeit. Also bei uns war das zuerst das Thema Corona, glaube ich. Da sind wir uns wahrscheinlich alle, die in diesem Bereich arbeiten. Am Anfang war das eine riesige Überforderung. Wir wussten nicht, wie gehen wir mit dem Thema um. Und Schritt für Schritt haben wir tatsächlich eine Corona-Richtlinie erstellt, mit denen wir halt die Moderation durchführen konnten. Und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback von der Community. Also wir sind offen auf Rückmeldungen. Bei der Corona-Richtlinie haben wir sehr gute Rückmeldungen bekommen. Wir haben klar und deutlich gesagt, so Fake News ist nicht gestattet. Historische Zusammenhänge, die nicht festgelegt werden können, sind auch nicht gestattet. Und in dem Sinne ist das eigentlich unsere Initiative, die Richtlinien zu erstellen, aber immer mit Rücksicht auf das Wohlbefinden der Nachbarschaft. Schön, dass ihr beide so von zu Hause spricht, von diesem Raum zu Hause, der ja mehr eigentlich sozusagen an die Privatsphäre erinnert als an die öffentliche Sphäre, über die wir ja häufig so sprechen, wenn wir über diesen Punkt von Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit sprechen.
Sven, was empfindet ihr so als größte Herausforderung in eurer Arbeit im Bereich der Content-Moderation? Gerade wenn, Daniela hat es ja angesprochen, wir eben über Meinungsfreiheit sprechen und nachdenken, wenn wir möglichst viel Raum geben wollen, ohne natürlich den falschen Dingen Raum zu geben. Was sind so eure größten Herausforderungen, würdest du sagen? Genau, also es ist tatsächlich eine Masse an Inhalten, die jeden Tag auf einen einprasseln, und man muss natürlich möglichst immer die korrekte Entscheidung treffen. Also wie bei Daniela haben wir Guidelines, haben wir eine Policy, eine Etikette, und jeder Beitrag muss geprüft werden, wenn ein Nutzer ihn meldet, ist er okay oder ist er nicht okay. Und wichtig ist für mich immer, dass man genau abwägt, ist er in Ordnung, weil man möchte natürlich nicht irgendwie selbst zum Regulator werden und sagen, gewisse Meinungen lässt man nicht zu. Das ist natürlich total wichtig, weil dann greift man ja selbst quasi in den Prozess ein, sondern theoretisch soll erstmal alles erlaubt sein, da stimme ich Daniela zu, außer es verstößt halt gegen unsere Guidelines. Und wenn wir was entfernen, gibt es natürlich bei uns die Option, dass man sich meldet, dass man nachfragt, warum wurde was gelöscht, oder auch andersrum, warum wurde was nicht gelöscht. Es gibt ja auch den Prozess, dass Nutzer was melden und wir sagen, es ist okay. Und da probieren wir immer dann auch ein Feedback zu geben, aufgrund welcher Richtlinie wurde was entfernt oder was nicht entfernt. Und da ist zum Beispiel Corona, denn jeder hat es angesprochen, ein gutes Thema. Da kommt, wie für alle, letztes Jahr im März was ganz Neues auf einen zu. Und es gab natürlich keine Richtlinie, wie geht man mit einer Pandemie um. Sowas hatten wahrscheinlich die wenigsten Plattformen. Und da muss man dann schnell entscheiden, was ist okay und was ist nicht okay, und vor allen Dingen auch transparent dann an die Nutzer spiegeln. Und wenn man dann sagt, hey, eine Verharmlosung ist in einer gewissen Weise okay, aber eine Leugnung der Pandemie nicht, das ist zum Beispiel so ein Grenzpfeiler, den wir gesetzt haben, und die Community weiß es, und dann akzeptieren sie das natürlich dann auch viel besser, als wenn das Gefühl da ist, man weiß gar nicht, auf welcher Basis wird ignoriert. Das ist spannend, und genauso spannend ist es ja, wie überhaupt sozusagen Content-Moderation an Aufmerksamkeit gewonnen hat, sich auch verändert hat über die Jahre, sehr viel stärker auch in Gesetzgebungsprozesse einfließt, mindestens für die Großen. Christina. Ja, da geht es ein bisschen natürlich jetzt noch die Frage an Felix. Wenn du zurückguckst in die Zeit, die beiden haben jetzt so schön erzählt, dass sie so einen Wendepunkt auch hatten, wo sie dann sagten, jetzt müssen wir was Neues irgendwie finden. Wenn du zurückguckst so in deine Arbeit, die du gemacht hast, gab es so einen Wendepunkt für dich, wo du gesagt hast, hier hat sich Content-Moderation und die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, auch total verändert auf einmal? Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich hatte mich bei der EU noch hauptsächlich eher mit Desinformation befasst. Das ist ja nicht in erster Linie ein Content-Moderation-Thema, weil es halt weder zum Glück irgendwie unter Strafe gestellt ist, noch explizit zumindest bei den meisten Plattformen bei den großen Plattformen in den Community Guidelines erwähnt wird, obwohl sich das langsam so ein bisschen geändert hat. Ich habe jetzt so in den letzten Monaten mich eigentlich näher rund um die Bundestagswahl mit der Versuchung der Inhaltsmoderation durch die großen, vielleicht systemischen Plattformen beschäftigt, und war da eigentlich nicht so begeistert von dem, was ich gesehen habe, und finde das eigentlich, was die beiden Vorredner erzählt haben, sorry, sehr ermutigend, und würde zumindest hoffen, dass ähnliche Abwägungsprozesse auch vorgenommen würden bei den großen Plattformen. Also was wir jetzt zum Beispiel, das war auch heute ein bisschen in den Medien, wir hatten eine Untersuchung gemacht, wo wir einfach mal 200-300 offensichtlich rechtswidrige Kommentare auf öffentlichen Facebook-Seiten gemeldet haben, um zu schauen, was dann passiert, ob sich Facebook damit befasst, uns als Nutzenden in dem Zusammenhang auch eine schnelle Rückmeldung gibt, und vielleicht auch, wenn wir jetzt über ein Hakenkreuz oder so reden, Heil Hitler, dann ist, glaube ich, braucht es jetzt keiner großen rechtlichen Ausbildung eigentlich, um zu erkennen, dass das rechtswidrig ist in Deutschland. Es war dann am Ende so, dass tatsächlich, als wir die Kommentare entsprechend der Vorgaben des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gemeldet haben,
Facebook nur 70% der offensichtlich rechtswidrigen Kommentare gelöscht hat. Bei 30% kam Facebook dann zu dem Schluss, dass kein Verstoß vorliege, obwohl eindeutig, wir hatten alle vorher von den Juristinnen von HateAid prüfen lassen, also ein eindeutiger Verstoß vorlag. Dann haben wir uns natürlich gefragt, wie kann das sein, wenn man dann aber mit Leuten spricht, die auch arbeiten, die eigentlich gar nicht mit einem sprechen dürfen, aber die arbeiten in solchen Callcentern, die Inhalte und Moderation machen für eine Plattform wie Facebook, dann versteht man schon besser, wie es zu solchen Fehlern kommen kann. Die arbeiten da unter allerhöchstem Zeitdruck erstmal. Es ist ja auch eine unfassbare psychische Belastung erstmal, sich überhaupt diese furchtbaren Sachen, die zum Teil da hochgeladen werden, angucken zu müssen, zigfach am Tag. Dann haben die natürlich auch keine juristische Ausbildung und auch keine wirkliche psychosoziale, psychische Abfederung. Das wurde mir zumindest erzählt, dass man dann irgendwie mal 5 Minuten pro Woche bei einer Psychotherapeutin hatte dann. Und wenn man das zu oft in Anspruch nahm, dann kam schon irgendwie die Vorgesetzte vorbei und hat irgendwie mal kritisch nachgefragt, wie das sein kann, ob man irgendwie sich dem Job noch gewachsen fühlte, sozusagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass die Inhaltemoderation bei den großen Plattformen momentan gut funktioniert. Ich glaube, kann das sehr gut verstehen, wenn sich Menschen, Nutzende nach sicheren, geschützten Räumen sehnen und dann vielleicht sogar hoffentlich, was ich eigentlich fantastisch fände, auf kleinere Plattformen abwandern würden. Ist vielleicht nicht immer ganz einfach, weil zumindest für gewisse Gesellschafts- und Lebensbereiche einfach leider Gottes Mitgliedschaft auf diesen großen Plattform fast unabdingbar geworden ist. Ne? Und deswegen glaube ich schon auch, dass gerade bei diesen großen Plattformen es doch einen staatlichen oder einen gesetzgeberischen Handlungsauftrag gibt, den es vielleicht bei den kleineren so erstmal nicht gibt. Ja, danke. Ich würde so ein bisschen weitergehen an Matthias. Die Frage von der Demokratiefähigkeit. Wir haben uns jetzt ein bisschen also angehört von zu Hause bis da wird nicht besonders moderiert. Also inwiefern siehst du die Rolle von, jetzt gerade, Felix hat ja auch über den Bundestagswahlkampf gesprochen, was kannst du so ein bisschen einbringen von den Projekten, von der Frage Social Media und Bundestagswahlkampf, wie verträgt sich das überhaupt? Und wie demokratiefördernd müsste das eigentlich vielleicht sein? Die Demokratie lebt vom Diskurs. Man könnte auch sagen, dass Demokratie erst im Diskurs entsteht, in dem gemeinsamen Sprechen, in dem gemeinsamen Artikulieren von Meinungen, in der Aggregation politischer Meinungen und der Bildung von politischen Bewegungen. Das heißt, Medien jeder Art waren immer schon hochpolitisch, eminent politisch, von Gutenberg bis heute. Was sich geändert hat, ist die Qualität, die Geschwindigkeit, die Menge an Informationen, die Menge an Kommunikation und vor allem auch die Frage, wer eben diese Prozesse beherrscht. Und das ist für uns so spannend, eben herauszuarbeiten, wo hier die Stellschrauben sind, an denen sinnvollerweise interveniert werden kann, sei es durch Gesetze, sei es durch bessere Regeln der Plattformen selbst, die man aber dann auch nur erst dann erkennen, also erst nur dann gut in ihrer Wirkung erkennen kann, wenn entsprechende Transparenzregeln bestehen. Im Bundestagswahlkampf, Felix hat es angesprochen, sehen wir natürlich die bestehenden Diskursdynamiken leider verstärkt. Wir sehen, dass soziale Medien missbraucht werden für die Verbreitung von Desinformationen, Wahlwerbung, die an der Grenze der Menschenwürde entlang schrammt, das sehen wir alles. Und wir sehen auch, und das geht über den Wahlkampf hinaus, dass zwischen Online-Hass und Online-Desinformation und der Offline und den Offline-Resultaten, den Offline-Wirkungen nur ein schmaler Grat ist. Denken wir an Hanau, an Ida Oberstein, an Halle.
das müssen wir uns an Kassel, das müssen wir uns vor Augen führen. Und das soll jetzt nicht irgendwie soziale Medien dämonisieren, überhaupt nicht. Es ist nur ein neuer Raum oder ein relativ neuer Raum, an den wir uns als Gesellschaft und an den sich auch die Politik erst gewöhnen muss. Und die neuen Kommunikationsdynamiken, diese zu sinnvoll zu beherrschen, ihnen also Freiraum zu lassen, den nötigen Freiraum, der in einer Demokratie essentiell ist, für die Schaffung neuer Ideen, für gesellschaftlichen Wandel, der muss gewahrt werden. Gleichzeitig dürfen aber nicht die Online-Kommunikationsräume degenerieren zu Räumen, wo Hass amplifiziert wird, nur deswegen, weil man damit vielleicht manchmal bei manchen Plattformen ökonomische Ziele verfolgt werden. Das sind die Plattformen, die heute hier vertreten sind, aufgrund der altruistischen Motive natürlich nicht die zentralen Problemfelder, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich da kurz einmal anschließen darf. Ja, bitte, gerne. Grundsätzlich sind soziale Medien in erster Linie auf jeden Fall erstmal ein demokratisches Geschenk, weil jeder kann mit jedem partizipieren. Ich könnte jetzt mit Menschen aus Flensburg oder sonst wem aus der Welt über Politik sprechen. Und das ist erstmal eine Riesenchance. Das darf man nie vergessen. Und das ist was, was mir auch so ein bisschen im Diskurs immer fehlt. Wenn man über soziale Medien irgendwie in der Öffentlichkeit spricht, glaube ich, werden sehr oft die Negativaspekte vielleicht auch zu Recht manchmal hervorgehoben, aber es ist erstmal super basisdemokratisch, weil jeder kann teilhaben und diese Chance besteht. Trotzdem muss man da, und da kann ich Felix ein bisschen zustimmen, muss man auch sehen, dass gerade Plattformen nicht besonders provokante, besonders viel reaktionshervorhebende Inhalte belohnen. Weil das tut Facebook. Bei Twitter gab es jetzt das Beispiel im Wahlkampf, dieser Account, der Grüner Mist hieß, wo es auch diese Plakatkampagne gab, die, glaube ich, viele mitbekriegt haben, wo ja Unbekannte wahrscheinlich im rechten Milieu Quellen bei Twitter einen großen Account auch aufgebaut haben, der Desinformationen über die Grünen verbreitet hat. Und ich persönlich habe den gemeldet und ich glaube auch viele andere Menschen im Land haben ihn gemeldet und es ist da sehr lange nichts passiert, obwohl sehr klar ist, dass das ein Account war, der nur zu einem Negativ-Campaigning und Agenda-Setting da war und sehr bewusst Falschinformationen gestreut hat, dass es wirklich sehr offensichtlich war. Und da frage ich mich, wieso die großen Player da nicht schneller reagieren, ob sie es nicht wollen oder nicht können. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, dem muss man sich bewusst werden, weil natürlich erkennen sehr viele Leute, was da passiert, aber bei vielen, die nur flüchtig drüber lesen, bleibt halt so ein Eindruck hängen. Und dieser Eindruck kann sich später an der Wahlurne auch auswirken, wenn man dann vor der Wahl steht, keine Ahnung, jetzt auf das Beispiel dieses Accounts, wähle ich jetzt Scholz oder Baerbock, und man hat da im Hintergrund doch das Gefühl, vielleicht ist bei der Baerbock irgendwas, was ich negativ im Hinterkopf habe. Ich kann das gar nicht mehr so fassen, wo es wegkommt, sodass natürlich sowas einen Wahlprozess beeinflusst, weshalb natürlich besonders darauf geachtet werden muss, dass das Fairness herrscht, weil sonst ist die Demokratie auch ein bisschen in Gefahr durch eigentlich eine super demokratische Möglichkeit, sich zu partizipieren. Danke, der Felix. Du wolltest gleich darauf reagieren? Ja, genau. Ich wollte Sven eigentlich recht geben, beziehungsweise ein bisschen seinen Beitrag oder seine Aussage vielleicht ein bisschen qualifizieren oder ein kleines bisschen anfechten, weil ich absolut zustimme, dass soziale Medien in ihrem Grundgedanken absolut eine Bereicherung für die Demokratie sind. Das ist richtig. Was wir kritisieren, das sind ja aber nicht soziale Medien oder das Internet, sondern das sind die ganz, ganz spezifischen Geschäftsentscheidungen, strategischen Geschäftsentscheidungen von zwei, drei großen, quasi monopolistischen Unternehmen. Das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Und ich glaube, dass gerade so, wie die ihr Profitmodell halt gestalten, dass es gerade halt eben nicht mehr richtig ist, dass jeder gleichberechtigt partizipieren kann über diese Plattform, sondern das Gegenteil der Fall ist. Wir haben ja zum Beispiel jetzt gerade im Wall Street Journal ziemlich krasse Enthüllungen gehabt, irgendwie von internen Dokumenten aus dem Unternehmen direkt heraus, woraus hervorging, dass zum Beispiel Facebook auf globaler Ebene so ein Privilegienprogramm, Crosscheck heißt das, so ein Whitelisting-Programm hat, wo bestimmte, vor allem politische Akteurinnen quasi einen Freifahrtschein bekommen, die Richtlinien der Plattform zu verletzen,
während das normale Nutzerinnen und Nutzer halt nicht dürfen, zum Beispiel einfach, weil Facebook keine unbequemen Konflikte haben möchte mit solchen Akteurinnen. Also das ist, zeigt ja erstmal, dass es von gleichberechtigter Teilhabe da eigentlich so keine Rede sein kann. Genauso wenn, und das ist ja vielfach nachgewiesen, obwohl es dann natürlich an Transparenz und dann im Endeffekt auch an Daten immer noch fehlt, jetzt algorithmische Empfehlungssysteme halt ganz besondere Arten von Inhalten immer den Vorzug geben. Vielleicht oft sind das halt reißerische Inhalte. Wir haben jetzt gerade vorgestern eine Untersuchung gesehen, dass AfD-Inhalte im Wahlkampf jetzt dreimal häufiger empfohlen wurden von Facebook an Nutzende als die Inhalte anderer Parteien. Also das ist ja dann auch nicht gleichberechtigt. Das Dritte wäre dann auch die Frage von digitalem Hass und so natürlich, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen, die insbesondere im Fadenkreuz von Hass stehen, systematisch dadurch aus öffentlichen Diskursräumen verdrängt werden, weil halt diese Plattformen nicht genug Sorgfalt walten lassen, nicht genug Ressourcen und vielleicht Inhalte Moderatorinnen einstellen, um ihre eigenen Richtlinien umzusetzen, dann zerstört das ja auch den Gedanken von gleichberechtigter Teilhabe. Ja, danke. Daniela, du hast so gezuckt. Ja, ich wollte nur hinzufügen zu dem, was Felix gerade meinte. Ich glaube halt, dass es wichtig ist zu wissen, diese Unterschiede, die es auf den sozialen Plattformen gibt und dass man nicht davon ausgeht, dass die Plattform per se demokratisch ist, ne? Und dass man dadurch automatisch denkt, okay, alles, was mir hier gezeigt wird, werden andere Menschen auch genauso sehen und das stimmt so nicht. Und da denke ich halt, gibt es halt auch eine enorme Lücke an Transparenz, was die Algorithmen an sich angeht, ne? Also es gibt genügend Forschungen und Ergebnisse, die halt zeigen, wie einfach es ist, sich im Internet zu radikalisieren. Und da reicht manchmal einfach nur, nach einem Rezept auf YouTube zu suchen. Und 10 Minuten später landet man auf einer extrem rechtsradikalen Seite. Ne? Wie einfach das ist. Und klar, vorher, das ist eine riesengroße Herausforderung natürlich, weil vorher wahrscheinlich dieser Prozess für Leute, die in diese Richtung gehen wollten, viel länger gedauert hat, weil man im echten Leben halt erst die Leute finden musste. Und jetzt im Internet ist das einfach so, so, so einfach. Ne? Und ich glaube, da geht es halt in beiden Richtungen. Auf der einen Seite viel mehr über Medienkompetenz, öffentlich reden, wie man Medien konsumiert, wie man mit sozialen Medien umgeht. Und zweitens, was Felix vorher meinte, halt auch, ne? Inwiefern sind die großen Plattformen, würde ich jetzt sagen, in der Lage, solche Inhalte schnell zu erkennen und schnell zu löschen und schnell einzugreifen, weil irgendwann ist es einfach zu spät. Und dafür gibt es genügend Beispiele, die halt gesamtgesellschaftlich gesehen sehr gefährlich bereits geworden sind. Ne? Ja, also dazu. Ja, okay, du kannst gerne darauf reagieren, aber ich habe gerade an euch zwei, bevor wir uns ja an Facebook abarbeiten, wäre meine Frage natürlich an euch, wie eure Plattformen eben zur Wahl stehen und zu genau solchen Problematiken. Aber ich gebe mal über an Sven, das kannst du gleich erzählen. Okay, noch ein letzter Satz dazu, weil ich da dann jeder zustimme. Man redet immer, was kann der Staat machen, um solche Probleme zu lösen. Und ich glaube, man müsste da auch mal ganz vorne anfangen, dass Medienkompetenz auch einfach in den Schulinhalt wird. Ein eigenes Schulfach, weil was ist eine seriöse Quelle? Wie kann ich umgehen, wenn im Internet mit mir, wenn ich in eine gewisse Lage komme? Das sind Dinge, die müssen Menschen lernen. Und wir stellen fest, das wird in der Schule halt einfach nicht abgedeckt. Und das ist, glaube ich, mit den meisten Community- und Social-Media-Managern, mit denen Daniela und ich so zu tun haben. Ich glaube, wir würden alle diese Forderung teilen, dass halt vor allen Dingen das ein Lehrinhalt wird. Und wie gehen wir mit der Wahl um, um auf die Frage Entschuldigung, Sven, ich habe noch mal eine Anmerkung. Es gibt ja auch eine Plattform, die nach 2 Tagen, wenn man dort neue Nutzerin ist, einen Medienkompetenztest abfragt. Ja? Also das finde ich auch ein ganz... Also auch ihr als Plattform könntet euch ja beteiligen und dann muss man sozusagen durch dieses Menü klicken und kann dann wieder weiter Teil der Community sein. Ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, den man da fährt. Fährt man aber, ich glaube, ich weiß, auf welche Plattform du dich da beziehst, fährt man auch nur, weil diese Plattform sehr unseriös im Vorfeld gewirtschaftet hat, um das jetzt mal so vorsichtig auszudrücken. Genau, wie gehen wir mit politischen Inhalten um?
Für gute Frage. Also gute Frage ist ja eine Plattform, es ist keine reine Politikplattform. Ne? Wir sind ja über alle Themen und ich habe jetzt mal im Vorfeld zu diesem Call und zu dieser Veranstaltung geschaut, so circa 2% aller unserer Fragen drehen sich um das Thema Politik. Also nur jede 50. Aber das sind auch immerhin 200 dann circa pro Tag. Und das ist natürlich von bis, ne? Fachpolitische Themen zu gewissen Fragen bis hin zu auch heiklen Themen wie Asylpolitik. Und jetzt vor der Wahl natürlich ganz besonders auch um den Prozess, was soll ich wählen? Briefwahl haben wir sehr viele Fragen beispielsweise gehabt. Wie sicher ist Briefwahl? Auch solche Fragen wurden sehr stark diskutiert. Und für uns ist halt wichtig, dass drei Punkte herrschen. Also kein Hate Speech, das ist primär. Ich glaube, das teilen die meisten. Genauso wie keine Beleidigung, aber vor allen Dingen auch kein Agenda-Setting. Das Beispiel von Twitter, was ich eben hatte, wenn uns ein Account auffällt, der massiv quasi nur da ist, um seine politische Agenda durchzudrücken, dann ist es bei uns gegen unsere Richtlinien und auch nicht geduldet. Und bei uns ist es so, dass wir probieren, Menschen, ja auch vor allen Dingen jüngere Nutzer für das Thema Politik zu begeistern. Und da muss natürlich dann auch eine besondere Vorsicht herrschen, dass sie auf keine radikalen Inhalte treffen. Und wir haben jetzt letzte Woche ein sogenanntes Wahlspezial gemacht. Wir haben allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, die Möglichkeit gegeben, Politiker zu uns zu schicken, die Fragen an die Community stellen. Also mal andersrum das Prinzip, nicht fragt die Politiker und sie antworten dir, sondern sie stellen mal die Fragen an die Community. Und da haben von den großen Parteien SPD, AfD, FDP, Grüne und die Linke mitgemacht, also alle bis auf die Union leider. Wir waren da sehr drauf eingestellt, dass es da kritisch werden könnte, aber es war tatsächlich, mussten wir da sehr wenig moderieren, weil es halt diese persönliche Bindung zu einem Kandidaten gab und weil, glaube ich, auch die Community weiß, da wird drauf geschaut. Und ich glaube, das sind so Möglichkeiten, wenn man das Gefühl hat, hey, wenn was Kritisches ist, ist es sehr schnell entfernt, dass die Leute dann auch gar nicht sich die Mühe geben, daran irgendwie abzuarbeiten. Und ja, wir probieren halt Menschen für Demokratie zu begeistern, auch wenn das halt nur so ein Zeitgamer uns auf der Plattform ist. Daniela, ihr seid ein bisschen anders mit der Wahl unterwegs. Das haben wir mal im Vorfeld schon mal besprochen. Ja, danke, Sven. Klar, weil bei uns ist ja der Sinn und Zweck von nebenan ist ja die nachbarschaftliche Initiative, das nachbarschaftliche, die Förderung der Nachbarschaft. Ne? Und schon vor ein paar Monaten haben wir lange intern diskutiert, was machen wir? Es ist ein super Wahljahr, wir können jetzt einfach nicht sagen, okay, es darf jetzt nicht über Politik diskutiert werden, das wäre ja total illogisch gewesen. Aber wir wollten trotzdem das Diskurs ein wenig in einen Rahmen setzen. Und zwar haben wir uns letztendlich dazu entschieden, dass wir Themen, die halt lokalpolitischen Bezug haben, darüber kann diskutiert werden, aber Themen, die explizit nur auf Bundesebene entschlossen werden können, also explizit bundesweite Themen, die sind nicht auf unserer Plattform richtig platziert. Das ist so, sagen wir mal, der größte Gedanke, den wir gehabt haben. Wir haben auch, wie gesagt, eine neue Richtlinie dafür erstellt für politische Beiträge im Wahljahr. Und das Erste, was wir geschrieben haben, ist, toleriere andere Meinungen. Also versuche jetzt nicht, die Unterhaltung zu dominieren, sondern respektiere andere Meinungen. Bei uns ist tatsächlich auch keine Wahlwerbung gestattet. Wir wollen keine Plattform für Wahlwerbung sein. Das bedeutet, Politiker und Politikerinnen sind auf der Plattform, aber als Privatperson, die dürfen jetzt auch nicht im Profilbild das Logo der Partei haben oder Veranstaltungen oder Wahlplakate veröffentlichen. Das tolerieren wir nicht, weil wir wissen, das hat ein sehr, sehr, sehr großes Eskalationspotenzial. Und meiner Erfahrung nach, also was wir jetzt gemerkt haben in diesen Wochen vor der Wahl oder noch merken, ist prinzipiell, also wir haben uns intern abgesprochen, dass wir, also generell löschen wir wenig, aber dass wir jetzt noch weniger löschen, weil das natürlich ein sehr sensibles Thema ist. Und natürlich kann es auch passieren, dass eine Diskussion gestartet wird, wo über bundespolitische Themen gesprochen wird. Und irgendwann mal rastet die Diskussion aus und erst dann wird
das gemeldet. Und das bedeutet, dass wir den Beitrag, den Ursprungsbeitrag, der wahrscheinlich, keine Ahnung, vor einer Woche gepostet wurde, den gar nicht entdeckt haben, bis irgendein Kommentar gemeldet wurde. Wir haben in dem Fall sehr viele Diskussionen geschlossen, also für weitere Kommentare geschlossen, aber die Beiträge an sich nicht gelöscht. Das heißt, es bleibt alles immer noch zu sehen, aber wir verhindern so eine größere Diskussion, die eventuell schon in Richtung ja, Hetze gehen kann. Und das ist natürlich auch bei uns klare Grenze. Also Hetze und Hate Speech ist nicht toleriert und wird gelöscht. Also ich sage immer, wir greifen nur so wenig wie möglich ein, aber wir haben natürlich eine rote Linie, die halt da ist und die halt respektiert werden muss. Gibt es da denn etwas, wenn ihr das so beschreibt, dann ist es ja so sehr in eurer eigenen Logik von der Plattform ausgehend. Ist es nicht doch so, dass man als kleine Plattform mit ja doch einem, also einem sehr viel kleineren Anzahl an Nutzerinnen als Facebook, Twitter und Cosi haben, dass man da trotzdem mal guckt bei den Großen, so in die Richtlinien rein, aber auch in die Praktiken? Habt ihr vielleicht auch schon mal überlegt, ob man noch stärker über so ein ehrenamtliches Moderationsmodell fahren kann, wie es die Wikipedia zum Beispiel macht, die auch sehr groß ist, oder ob es doch dann eben auf schlecht bezahlte Arbeitskräfte rausläuft, wie Felix das beschrieben hat. Also guckt man da, setzt ihr euch damit auseinander, was Große tun im Bereich der Content-Moderation? Ist das für euch ein Thema? Wir gucken das, würde ich eher sagen, so ein bisschen aus Neugierigkeit, wie das funktioniert, aber bei uns ist das halt wirklich anders, weil es eine kleine Community ist und unser Team schafft das momentan ganz gut. Also wie gesagt, wir sind eher der Meinung, wenn wir irgendwann mal nicht hinterherkommen, weil die Anzahl an Meldungen zu hoch ist, dann stellen wir lieber eine neue Person ein, statt irgendwie eine künstliche Intelligenz zu finden oder irgendwas, weil für uns ist der Kontext sehr, sehr, sehr wichtig. Also wir gucken, da frage ich mich immer, wie überhaupt die Algorithmen das hinbekommen, weil bei uns ist halt nicht nur, was gemeldet worden ist, sondern von wem das gemeldet worden ist. Das heißt, ist die Person überhaupt in der Diskussion beteiligt oder nicht? Wenn die Person nicht in der Diskussion beteiligt ist, können wir sagen, hey, versuch erstmal die Person anzusprechen und involvier dich im Thema, bevor du es meldest. So ein bisschen, sagen wir mal, weg vom Kindergartenprinzip, wenn ich das so sagen darf. Und zweitens gucken wir auch, okay, wie oft hat die gemeldete Person schon gegen unsere Regeln verstoßen? Und dann haben wir auch klare Regeln, und zwar beim dritten Verstoß wird die Person erstmal für 4 Wochen gesperrt. Da gibt es erstmal eine Pause. Und das wird alles von unserem Team intern gemacht, ne? Ja, so ein bisschen zur Regelbildung. Felix, was kann man sich denn für einen fairen Wahlkampf, wie Sven das so schön gesagt hat, wünschen? Was glaubst du, was braucht es? Vielleicht um alles in den Einklang zu bringen, so und klein. Meinst du nur in Sachen Inhaltemoderation jetzt? Ja, wir sind ja immer noch jetzt auch sehr am Wahlkampf entlang, an den Wahlkampfthemen. Sozusagen, so welche Regeln bräuchten wir denn für einen fairen Wahlkampf? Also ich habe ja auch vorgestellt, es gibt ganz viele verschiedene Richtlinien. Wir haben gerade gehört, es gibt total unterschiedliche Wege, damit umzugehen, sehr aktiv darauf zu gehen, Demokratie zu bewegen. Ja, sorry. Also ich glaube, ich fände es erstmal vielleicht machbar, so ein paar Ziele zu benennen, finde ich, die für einen fairen Wahlkampf im Netz wichtig zu erreichen werden. Das erste ist natürlich erstmal, dass jeder halt ohne Angst vor Hetze, Harassment und so weiter halt partizipieren kann, sich äußern kann. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Dann finde ich das zweite wichtig, dass Stimmen halt oder sagen wir mal so, dass nicht Profitinteressen oder völlig obskure Technologien darüber entscheiden, welche Stimmen am meisten Gehör bekommen, sondern dass da auch irgendwie so Gedanken wie halt, ja, kommunikative Chancengleichheit, Matthias hat darüber mal gesprochen, halt irgendwie Beachtung finden in den
Verbreitungslogiken von politischen Inhalten. Und dann für einen fairen Wahlkampf ist natürlich irgendwie auch die Möglichkeit von Rechenschaft, von auch öffentlicher Kontrolle, kritischer Begleitung von Wahlkämpfenden oder Leuten, die irgendwie versuchen, politisch Einfluss zu nehmen, absolut wichtig. Und dafür braucht es zu allem erstmal Transparenz und auch funktionierende Transparenz, sowohl von allen bezahlten politischen Inhalten, denke ich. Das sind einerseits zum Beispiel Anzeigen auf Facebook oder auf anderen Plattformen. Ich denke aber auch, dass wenn ich jetzt irgendwie ein Social-Media-Content-Team in einer PR-Agentur irgendwie sitzen habe, die irgendwie aufwendige Memes produzieren, die dann wiederum extra, also die ja genauso geschliffen werden, dass sie halt von dem Algorithmus möglichst wohlwollend bedacht werden und viel Reichweite erzielen, dass das auch bezahlte politische Werbung im Endeffekt eigentlich ist, zumindest auch transparent gemacht werden muss, wer da was bezahlt hat und nach welchen Kriterien das jetzt ausgespielt wird. So. Das finde ich auch absolut wichtig. Und dann, was ja auch ein riesiges Thema ist, auch in jetzt laufenden Gesetzgebungsvorhaben, gerade auf europäischer Ebene bislang, aber ich glaube zum Teil auch schon auf Bundesebene, ist die Frage von Datenzugang für Forschung und Wissenschaft im öffentlichen Interesse. Wir können ja diese ganzen Fragen, die wir hier gerade jetzt diskutieren, eigentlich kaum wirklich, zumindest nicht abschließend erörtern, weil wir gar nicht die Evidenzgrundlage dafür haben, weil wir gar nicht wissen zum Beispiel, wie sich halt Algorithmen auf die Integrität auf Makroebene sozusagen von einem politischen Prozess auswirken, weil wir halt die Daten dafür gar nicht bekommen. Matthias, ihr habt ja im Projekt auch euch sozusagen angeschaut, wie Wahlkampf gemacht wird von Seiten der Parteien. Gibt es da irgendwas Spannendes, was ihr beobachtet habt? Weil genau was Felix beschreibt, kann man nicht zum Beispiel Politikerinnen darauf verpflichten, könnten sich nicht Parteien darauf verpflichten, gemeinsam unter gewissen Grundsätzen Wahlkampf zu machen, so wie wir die im analogen Raum ja durchaus auch kennen, mit Blick auf Transparenz und wo darf Wahlkampf gemacht werden, wo nicht und mit welchen Regeln und in welcher Form. Wie sieht das online aus? Man kann natürlich Plattformen auf alles, Parteien auf alles verpflichten, versuchen. Allerdings ist es gar nicht so schlecht, wie es ausschaut. Wir hatten im Rahmen der von Reset geförderten Projekte ausgearbeitet, einen Ruf, eine Aufforderung an die Parteien, sich an bestimmte Grundsätze im Online-Wahlkampf zu halten, der unter campaignwatch.de verfügbar ist und die Plattformen, eine erste Analyse der Praxis der Parteien hat uns zur Überzeugung gebracht, dass zu einem großen Teil die Parteien übereinstimmen mit den Prinzipien, auch wenn wir jetzt da keine formales Commitment zu dieser Erklärung für einen fairen Online-Wahlkampf gefordert haben. Das heißt, die wenigsten Parteien würden offensiv sagen, naja, also wir kümmern uns gar nicht um faire Kommunikation, vielleicht mit einer Ausnahme, die erwartbar ist. Aber das Problem ist dann die Praxis und das Problem sind die, sagen wir, Stimmen an den Rändern der Parteienkommunikation. Die wenigsten problematischen Kampagnen werden direkt von den Parteien gesteuert. Die kommen dann eher von Unterstützungsgruppierungen, die ideologisch nahe sind, aber wo ein gewisser Abstand herrscht, um auch diesen Abstand kommunizieren zu können. Das waren ja nicht wir, das war eine andere Gruppe, die halt uns unterstützt, für die können wir ja nichts. Das heißt, das Problem ist in meinen Augen sind weniger die Parteien selbst, sondern dass einfach zurzeit noch nicht allen politisch Aktiven klar ist, dass dass in der Online-Welt Kommunikation nach anderen Regeln abläuft, dass nämlich Gerüchte und persönliche Angriffe viel, viel stärker sich auswirken und gerade die Menschen, die es da betrifft, in einem viel höheren Maße berühren können,
Gerade Politikerinnen sind hier betroffen, gerade Politikerinnen mit Migrationshintergrund, intersektional Diskriminierte. Diesen Aspekt noch mit zu erfassen, ist etwas, was erst in den, ja, das wird noch ein bisschen gesellschaftlich dauern. Aber wir sehen auch, dass, können wir jetzt drüber sprechen oder auch später, wir sehen auch, dass die Gerichte angefangen haben, hier klarere Grenzen aufzustellen für Wahlkampfkommunikation. Das hat im Offline-Bereich begonnen mit den Urteilen aus Sachsen, zu den hängt den Grünen Plakaten, die ich für sehr, sehr sinnvoll halte. Und auch das, was das Sächsische Oberverwaltungsgericht dort gesagt hat, nämlich, dass es klar ist, dass Meinungen, die schockieren, durchaus geschützt sein müssen, aber dass es eine Grenze gibt. Ne? Die Menschenwürde ist die unabwägbare Grenze für die Meinungsäußerungsfreiheit. So hat das Gericht das Urteil beendet. Und das finde ich einen schönen Satz, den wir uns immer wieder vor Augen führen sollten. Das sind ja vielfach tatsächlich dann so nationale Prozesse, Gerichtsentscheidungen, aber eben auch durchaus Prozesse, die dann doch aus Politik raus angestoßen wurden, wenn wir über Regulierung sprechen. Vieles hat sich ja im Grunde aufgemacht, tatsächlich an diesen Teilbereichen Desinformation und digitale Gewalt, vor allem Hate Speech. Das sind so die zwei Kontexte, über die wir in den letzten Jahren immer wieder gesprochen haben, die ja auch sehr stark dann auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hinausgelaufen sind und die jetzt auch im Grunde mindestens einen Anteil im Digital Services Act einnehmen werden, der auf europäischer Ebene entsteht. Sven, schaut ihr euch solche Regulierungen an? Du hast ja gerade beschrieben, wenn ihr sozusagen eure Moderationspraktiken anguckt, dann habt ihr relativ klare Vorgaben. Da gibt es auch sowas wie ein Passus von Beleidigung. Es gibt Hate Speech, sicher auch eine Definition für was Hate Speech ist und was nicht Hate Speech ist. Nehmt ihr euch solche Leitlinien auch vor und sagt, daraus nehme ich mir jetzt was, weil weiß ja keiner, ob ich nicht irgendwann auch drunter falle, oder guckt ihr es euch ohnehin an und sagt, ich schaue mal, ob ich davon was anpassen kann, auch auf meinen Modus der Moderation. Spielt das für euch eine Rolle? Ja, grundsätzlich haben wir das NetzDG natürlich so als erstes ganz großes Gesetz sehr intensiv verfolgt. Das war an dem Tag, als auch die Ehe für alle beschlossen wurde, das waren gleich zwei Gesetze, die da hintereinander beschlossen wurden, und ganz trauriges Bild für alle Kommunikationswissenschaftler, dass nach dem Ehe für alle Gesetz der Saal sich leerte im Bundestag und noch so ein paar Leute dann über eines der wahrscheinlich wichtigsten Gesetze in den letzten Jahren, über das NetzDG, diskutiert haben. Genau, wir schauen uns das natürlich an, weil man kann natürlich sehr, jede Plattform hat das Ziel zu wachsen, und es sollte immer das Ziel sein, seine Community möglichst groß zu machen. Und sofern man dann über diese 2 Millionen Personen Nutzer in Deutschland kommt, würde man unter das NetzDG fallen. Und das ist uns auch bewusst. Und wir haben uns da natürlich auch intensiv mit befasst und probieren natürlich auch Prozesse, die da gegeben sind, dass alle Leute die Chance haben, Dinge zu melden, zum Beispiel sowas umzusetzen. Wir sehen aber auch, dass das NetzDG auch zu negativen Entwicklungen geführt hat. Wer mal bei Twitter versucht, was zu melden, weiß, dass dieser Meldeprozess so unattraktiv wie möglich gemacht wurde, damit halt möglichst wenig gemeldet wird, dass man noch 8-mal Paragraphen klären muss, unter welchen Paragraphen des NetzDGs und des Strafgesetzbuches fällt es denn, mit dem Ziel, dass halt viele Leute einfach beim Melden abbrechen. Und das liegt halt damit zusammen, dass auch ein großer Druck auf Plattformen ausgeübt wird in Höhe von Sanktionen, die sicher in Form von Bußgeldern die Riesenplayer wie Facebook, Twitter zahlen könnten, die aber kleinere deutsche Plattformen, die da potenziell runterfallen könnten, eben nicht stemmen könnten. Und deshalb ist es wichtig, vor allen Dingen auch, und das ist auch mein Appell an Politik und Gesetzgebung, auch mit Menschen wie uns allen zu reden, weil ich glaube, jeder mir auch zustimmen, hat das Ziel, einen möglichst demokratischen, möglichsten Raum zu haben, wo halt keine Hassrede und andere Extreme eine Chance haben. Aber da muss man halt auch einfach mal nicht nur auf die Spitze des Eisberges schauen, auf die großen Player, wo es halt wirklich auch Missstände gibt, wie Felix schon angedeutet hat. Sozusagen, man muss auch mal schauen, wie sieht es jetzt bei uns aus? Was für Fristen kann man halten? Das sind halt so Themen, die sehr wichtig sind
für mich ist ein Thema das Widerspruchsrecht, was jetzt auch immer wieder diskutiert wird, dass Nutzer also sagen können, es wurde ein Inhalt gelöscht, aber ich möchte, dass der erstmal wieder online ist, bis es eine neutrale Stelle prüft. Das finde ich ganz realitätsfremden Vorschlag, der zwar mega demokratisch klingt, der aber dazu führen würde, dass da ganz viel Gedankengut, was entfernt gehört, dann wahrscheinlich tagelang, bis eine Behörde entschieden hat, online ist und was halt wirklich auch Communities vergiften kann. Sowas, glaube ich, wäre nie entstanden, wenn man einfach mal mit Menschen gesprochen hätte, die tagtäglich mit solchen Inhalten zu tun haben. Also ich kann Sven einfach nur bestätigen in dem, was er sagt. Das Thema hatten wir auch schon vorher intern bei uns besprochen. Ja, wir sind natürlich auch NetzDG-konform. Bei uns ist der Meldeprozess wirklich super einfach. 3 Punkte, Inhalt melden, dann hat man verschiedene Optionen. Aber die Optionen sind verständlich für alle Menschen. Also kein nachbarschaftlicher Bezug, Hate Speech, Werbung. Es ist wirklich super einfach. Und die Möglichkeit, dass sich die Leute dann wieder bei uns melden und sagen, hey, warum habt ihr das gelöscht, haben wir auch, und wir argumentieren und wir kommen in den Austausch mit den Menschen. Aber ich sehe da auch beim NetzDG, also natürlich ist das ein super Gesetz, sehr gut gedacht, der halt aber dementsprechend auch umgesetzt werden muss. Also wie Felix auch vorher schon meinte, es bringt halt nichts, wenn wir ein NetzDG haben und Facebook bestimmte Inhalte nicht löscht. Also und mit der Reichweite, die Facebook hat, ne? Also das ist unvergleichbar mit weder mit Gute Frage noch mit nebenan, ne? Also dass das System irgendwie tatsächlich funktioniert und dass da nicht so eine enorme Bürokratie dahinter steht von wegen Paragraph bla 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 und dass es einfach alles nur komplizierter macht. Und das Thema, was vorher Sven auch angestoßen hat, das Thema mit den Bußgeldern und die Fristeinhaltung, da muss man auch darüber reden, okay, welche Leute sollen die Moderation überhaupt machen? Sollen es Leute sein, die Kommunikationswissenschaften studieren, oder müssen wir jetzt tatsächlich Jurastudenten haben oder Leute, die Jura studiert haben, damit die tatsächlich erkennen können, was in 24 Stunden gelöscht werden muss und was in 7 Tagen gelöscht werden muss? Und aufgrund dieser hohen Bußgelder, die tatsächlich eventuell die Existenz einer Plattform in Frage stellen, kann das natürlich auch dazu kommen, dass im Zweifelsfall mehr gelöscht wird als weniger. Und das ist natürlich sehr gefährlich für die Demokratie. Vielleicht kann ich auch noch mal fragen, ich habe mich ja auch sehr intensiv mit dem NetzDG beschäftigt. Meine Kritik war daran immer, dass es nicht besonders nutzerinnenfreundlich ist, also die Menschen, die melden wollen, häufig nicht mitgedacht worden sind. Wir haben sehr viel Veränderungen an dem Gesetz gehabt. Was macht ihr denn beide als Plattform, dass die Menschen wissen, dass sie melden können, warum sie melden können? Und da drin ist ja auch zum Beispiel, dass sie relativ schnell eine Nachricht zurückkommen. Also habt ihr das Gefühl, das NetzDG beschreibt schon was ihr immer gemacht habt? Und das andere wäre so ein bisschen, ich habe mich immer gefragt, vielleicht bräuchten wir, ihr habt ja so über Medienkompetenz gesprochen, habt gesagt, nein, Medienkompetenz ist wichtig oder so. Ich will auch nochmal zurück auf euch als Plattform. Also was könnt ihr tun in der Medienkompetenzentwicklung? Also wie führt ihr eure Userinnen und User eben daran, dass sie Beiträge melden können, dass es dieses Verfahren gibt, dass das Teil von euren Community-Regeln ist? Weil das ist ja auch eine Kritik, die es immer war, dass es immer so schwer durchschaubar ist für Menschen, die das nutzen, wo und wann sie was wie wo melden können. Als Teil einer Medienkompetenz, wie seht ihr euch selber als Plattform in der Vermittlung? Soll ich? Dann mach mal Sven. Und genau, dann könnt ihr wieder rübergehen. Wo wir gerade dabei sind, ist zum Beispiel unser Onboarding. Dann macht Daniela erst weiter. Oder soll ich? Hört ihr mich noch? Fang am besten nochmal an, Sven. Sorry, wir haben dich gerade kurz verloren. Okay, dann probier es nochmal. Wir sind dabei, den Onboarding-Prozess gerade ein bisschen umzustellen. Mit dem Ziel, dass halt Leute nicht nur unsere ganzen Funktionen kennenlernen, sondern auch, dass zum Beispiel der Meldeprozess für Nutzer, die neu auf der Plattform sind, sehr schnell erklärt wird, dass halt Nutzer zum Beispiel, wenn sie neu dabei sind, auch sofort merken, hey, ich habe die Chance, alles zu melden, wenn irgendwas kritisch ist. Und
Natürlich haben wir auch ein Kontaktformular, wo man direkt mit dem Community Management, also mit meinen Kolleginnen und Kollegen sprechen kann. Und wir geben uns selbst das Ziel, möglichst zeitnah dann halt wirklich auch individuell auf die Anfragen dann zu reagieren. Ich glaube, das unterscheidet uns von anderen Plattformen, hängt aber natürlich auch mit der Menge zusammen. Also wir kriegen jetzt, was weiß ich, täglich werden über 1000 Beiträge gemeldet und wir gehen über 100 Mal persönlich mit Nutzerinnen ins Gespräch zu unseren Guidelines. Das ist aber natürlich auch nur bis zu einem gewissen Prozess möglich. Ja, bei uns, also erstmal haben wir vor ein paar Monaten erstmal wirklich systematisiert und haben festgestellt, okay, also eigentlich prinzipiell haben wir eine sehr schöne und gesunde Gesprächskultur auf der Plattform, weil weniger als 1% der Inhalte werden gemeldet, die halt pro Woche erstellt werden. Das ist relativ wenig. Und dann haben wir festgestellt, über 90% dieser Inhalte, die gemeldet werden, werden aufgrund von keinem nachbarschaftlichen Bezug gemeldet. Das heißt, die Leute wollen wirklich den Sinn und Zweck der Plattform behalten und diese Abgrenzung von den großen Plattformen immer noch verteidigen und aufrechterhalten. Und für uns ist halt auch dieser enge Kontakt auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und wir haben erstmal eine Umfrage erstellt, um zu wissen, kennen die Leute überhaupt die Richtlinien? Weil klar, die muss man halt akzeptieren und die werden beim Onboarding-Prozess angezeigt. Aber Leute, die halt seit 4 Jahren auf der Plattform aktiv sind, haben die vielleicht mittlerweile schon vergessen oder so. Und dann haben wir festgestellt, okay, ungefähr die Hälfte der befragten Menschen kannten die Richtlinien und fanden die ganz gut, aber die andere Hälfte kannten die nicht. Und dann haben wir festgestellt, okay, hier haben wir tatsächlich ein Verbesserungspotenzial und haben die erstmal viel präsenter platziert, auch schöner aufgebaut von einer Etikette, die ist über alles, dann die Beitrags- und Kommentarrichtlinien und dann die einzelnen Richtlinien, die wir haben, haben wir alle aufgelistet und wir haben auch das Meldeprozess sehr einfach und sehr user-friendly dargestellt. Was passiert, wenn ich als Mensch jetzt auf Melden drücke? Und mit Beispielen, also wirklich schön dargestellt und dann haben wir auch schönes Feedback bekommen von wegen, ah, so funktioniert das. Ne? Also, dass die Leute dieses Gefühl haben, okay, die sind zu Hause, wenn was gemeldet wird, dann ist eine echte Person dahinter, die das bearbeitet. Sobald eine Meldung bearbeitet wird, werden die Personen informiert, die Person, die gemeldet wurde und auch die was gemeldet hat. Genau, und somit fördern wir halt auch eine gesündere Gesprächskultur. Wir, also sagen wir, das größte Kommunikationskanal sind auch die Newsletter. Und das habe ich auch, glaube ich, vorher schon erwähnt. Wir haben Newsletter speziell zum Thema Gesprächskultur verschickt mit Interviews von Expertinnen. Und da haben wir auch sehr, sehr, sehr schönes Feedback bekommen. Das war für uns auch schön, ne, zu wissen, dass die Leute sich wirklich wie zu Hause fühlen. Felix, gibt es da jetzt irgendwas, was die Großen von den Kleinen lernen können? Du hast ja sozusagen also die sehr starke Forderung aufgestellt, sehr starke nachvollziehbare Forderung, die sich doch relativ stark natürlich auf große Plattformen beziehen, wenn wir über algorithmische Amplifizierung sprechen, über sehr viel stärkere Transparenz. Nach dem, was Sven und Daniela beschrieben haben, hast du den Eindruck, die Großen könnten auch von den Kleinen was lernen? Also ich glaube erstmal vor allem, dass in diese Abwägungsprozesse, die natürlich nie einfach sind und die irgendwie immer ein bisschen arbiträr sind, dass da Engagement, das reine Engagement, also die Maximierung von Anzeigenaufkommen nicht die einzige Richtgröße sein darf, einfach, dass es auch noch darum geht, um so Sachen wie gesunden Diskurs und eine gesunde, zufriedenstellende Nutzerinnenerfahrung eigentlich so, dass einfach die, ja, dass mehr Werte tatsächlich einfach einfließen in diese Entscheidungsprozesse. Und wenn es die Maschine halt nicht leisten kann, dann muss halt der Mensch ran. So, das fand ich eigentlich auch ganz, also ich meine, wenn die KI halt nicht gut genug ist, um
akkurat solche Content-Entscheidungen vorzunehmen irgendwie, dann muss es halt durch Menschen gemacht werden. Und wenn das teurer ist für die großen Plattformbetreiber, dann haben sie halt Pech gehabt, sie verdienen genug Geld. Ja, das finde ich einen spannenden Punkt, gerade weil eben bei euch beiden, ne, in anderen kleineren Plattformen auch dieser Faktor Community doch eine große Rolle spielt und wir eben in diesen großen Plattformen diese sehr stark kapitalgetriebene Richtung sehen, die eben auf Nutzenmaximierung im Sinne von Ressourcen und Reichweite ausgelegt ist und die dann tatsächlich diesen Community-Charakter mindestens, wenn es um sozusagen Care, was ihre Nutzerin angeht, hinten anstellt. Und insofern ist das vielleicht tatsächlich etwas, was man mitnehmen kann, könnte oder was spannend wäre, noch viel stärker über Community-Involvierung zu sprechen. Auch bei großen, auch bei sehr heterogenen, sehr, sehr, sehr großen Plattformen. Und das kostet im Zweifel eben auch Geld. Ja. Vielleicht kann ich da auch noch mal anschließen, was eigentlich in der Geschichte ist, dass dieses, was Daniela jetzt macht mit Complaint-Management, wenn Community, dass diese traditionell in diesen Organisationen, egal wann sie sich entwickelt haben und wie, wir haben das Web ja jetzt auch nicht seit vorgestern, das war immer so ein bisschen so ein Bereich, wo alle beschrieben haben, dass man dort nicht sehr viel Ressource reingesteckt hat, dass es eher belächelt worden ist, dass es irgendwie schwierig war, da innerhalb der Gesamtorganisations-, also der soziologischen Gesamtorganisationsstruktur deutlich zu machen, dass es was Wichtiges, sehr relevant ist. Und erst jetzt im Zuge dieser ganzen Gesetzgebung und auch den verschiedenen Druckelementen, die wir beschrieben haben, wir haben gar nicht über Trump heute gesprochen, seinen Account zum Beispiel, dass sich dann auf einmal auch Dinge verändert haben und der Druck auf einmal viel größer ist, mit solchen Entscheidungen, solchen Verantwortungen in diesen Orten anders umzugehen und die auch anders innerhalb solchen Organisationen und Unternehmensstrukturen zu richten. Das ist, glaube ich, auch was, wo man vielleicht regulativ noch mehr Druck könnte, vor allen Dingen in der Hinweis auf Qualität, und das fand ich heute auch nochmal sehr schön von euch, Daniela, Sven, dieses, dass man Menschen bezahlen muss und dass Menschen auch ausgebildet werden sein und auch betreut werden müssen. Ja. Community und Content Management sind halt Berufe. Ich glaube, viele haben Anfang des Jahrtausends gedacht, dass das kann irgendjemand nebenbei machen. So wie viele auch glauben, sie wären Journalisten, weil sie einen Text schreiben. Das macht es aber nicht aus, sondern es ist tatsächlich was mit einem Lernprozess zusammenhängt und was mit einem Studium zusammenhängt. Und ich glaube, da sollte man auch in Zukunft darauf achten, dass man halt Moderation nicht in, sage ich mal, Billiglohnländer abschiebt und da Leuten für einen minimalen Lohn auch sehr viel Druck auflastet, sondern dass man wirklich Personen schult, dass Personen halt dann vom Community Management, wer dann in die Moderation geht, auch eine Ausbildung kriegt, Guidelines an die Hand kriegt, auch immer einen Ansprechpartner hat. Ich glaube, das würde schon viel erhöhen, dass die Qualität auch besser wird, wovon dann alle profitieren. Ja, stimme ich total überein, und ich würde halt nur einen kurzen Punkt hinzufügen, und zwar, dass es halt auch sehr wichtig ist, der Austausch innerhalb des Teams, weil vorher kam die Frage von dir, Katharina, was die größte Herausforderung von unserer Arbeit ist. Und bei uns sind gerade halt so Grenzfälle, die halt nicht super eindeutig sind. Eindeutige Fälle können wir schnell lösen, aber natürlich gibt es immer Situationen, die so grenzwertig sind. Und da haben wir in unserem Team wirklich, also wir haben tolle Personen im Team eingestellt, aber wenn wir nicht zusammenarbeiten, kommen wir nirgendwo hin. Also wir brauchen wirklich die interne Kommunikation zwischen uns, wo wir sagen, hey, was denkt ihr von diesem Fall? Und dass wir uns dazu austauschen können. Das ist enorm wichtig auch für die Arbeit, weil wir halt vier Menschen sind mit gesundem Menschenverstand, die halt dementsprechend studiert haben und wir dann zusammen eine Entscheidung treffen. Und wenn die Arbeit dann irgendwie in einem günstigen Land Richtung Callcenter abgelegt wird, dann ist das einfach nur so zack, 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 so schnell wie möglich. Und das ist keine Qualitätsmoderation. Aber es ist ja für Deutschland zumindest nicht so wahrscheinlich, ne? Aufgrund allein der Sprachbarrieren. Da wäre eine kleine Frage stellen an Sven und Daniela. In einigen Ländern, Florida, Texas, Polen, Brasilien, gibt es Gesetzesvorschläge, die es Plattformen verbieten würde, Sachen offline zu stellen, zu sperren, zu moderieren, die nicht rechtswidrig sind?
also nicht nach den nationalen Gesetzen. Damit wollen diese Staaten oder States, wollen damit natürlich meistens aus konservativen Gründen die Möglichkeiten der Plattformen stark beschneiden, ne? Dass sie nicht jetzt noch einmal einen Trump die Plattformen dürfen zum Beispiel. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass ihr dem kritisch gegenübersteht, aber merkt ihr solche Tendenzen auch in euren Communities, dass sie vielleicht sagen, na, ein bisschen zurückhalten euch, wir brauchen mehr Freiheit oder so? Oder schätzen die gerade, die von euch so schön diskutierte, Häuslichkeit in gewisser Weise, das Zusammengehörigkeitsgefühl? Es gibt beide Weisen. Auf jeden Fall die Mehrheit, glaube ich, schätzt es, was wir arbeiten und dass es halt diese Räume gibt. Aber natürlich, das Wort Zensur fällt häufiger, auch weil es gewisse politische Akteure immer wieder fallen lassen, dass Plattformen zensieren und eingreifen. Und das ist, glaube ich, auch zumindest von einem politischen Player gewollt, dass Menschen so denken mit, das wird man ja wohl noch sagen dürfen und jetzt gehen sie da rein. Trotzdem finde ich solche Gesetzgebungsprozesse, wie Sie, Herr Kettemann, eben angesprochen haben, schwierig, weil bei uns zum Beispiel auf der Plattform gibt es auch Themen, die wir einfach auf der Plattform nicht haben wollen, obwohl sie total unkritisch sind. Zum Beispiel dürfen Leute bei uns nicht miteinander chatten auf der Hauptplattform, weil sie dafür einen Privatchat haben, oder wir machen keine eBay-Kleinanzeigen-mäßigen Verkaufsangebot oder so, sowas lassen wir nicht zu. Das ist völlig unkritisch und hat gar nichts mit einer Gesetzgebung zu tun, aber das passt halt einfach nicht zu unserem Community-Kern, dass wir es nicht erlauben. Und ich glaube, diese Freiheit, worüber möchte eine Community diskutieren, wenn jetzt es eine Musik-Community geben würde, wo nur über Schallplatten aus den 70er und 80er Jahren diskutiert wird und die machen sich eine Richtlinie, man darf nicht über neumoderne Musik diskutieren, weil das nicht Thema der Plattform ist, dann soll das bitteschön erlaubt sein, weil das deren eigene Community ist. Und deshalb halte ich da sehr wenig von der Regulierung. Ja, da bin ich auch der gleichen Meinung. Also vor allem, wenn du meintest vorher das Beispiel Brasilien, also klar, da muss man halt auch denken, wer an der Regierung sitzt und was diese Regierung überhaupt von Meinungsfreiheit oder von welchen Werten diese Regierung überhaupt trifft, ne? Und das sehe ich extrem problematisch. Und ich meine, ja, Plattformen haben interne Guidelines und das ist halt so Hausrecht. Und das muss auch so sein. Und es ist auch gut, dass es so ist. Also keiner ist gezwungen, dort reinzugehen. Aber wenn man reingeht, dann muss man sich an bestimmten Regeln halten. Und da gibt es halt das Beispiel, was Sven gerade meinte mit Musik oder im Fall von nebenan, ja, es ist halt eine Nachbarschaftsplattform. Und dann, ja, es ist natürlich, geht das in Richtung Meinungsfreiheit, ja, du darfst über alles reden, aber nicht hier. So. Dafür bist du bei nebenan, ne? Ja, vielen Dank. Dann, wir sind fast mit unserer Zeit am Ende. Felix, magst du noch eine letzte Runde ergänzen? Wenn du noch was hast. Ich finde es einfach nur, ich finde es total spannend, die Diskussion. Ich will mich eigentlich nur dafür bedanken. Ich will jetzt gar nicht schon wieder die Diskussion in Geiselhaft nehmen und wieder anfangen, über Facebook und YouTube zu reden. Also können die Großen auch von den Kleinen lernen, um nochmal an Katharina eine Frage anzusetzen. Ja, okay, wunderbar. Dann in diesem Sinne danke ich euch alle herzlich hier, dass ihr heute hier wart, eure Zeit gegeben habt, euer Wissen. Danke auch an meine lieben Kolleginnen Katharina fürs Moderieren, die Unterstützung, an Matthias für das Möglichmachen des gesamten Projekts, auch natürlich an Reset Tech für die Unterstützung. Und ich hoffe, dass es dann in dem Sinne ihr auch weiter in Kontakt bleiben und diese Erkenntnis vorantreiben. Und vielleicht haben wir ja mal ein Gespräch zwischen den Großen und den Kleinen im nächsten. Who knows? Oder genau. Das würde uns auch, glaube ich, alle freuen. Da stimmt, glaube ich, Daniela zu, wenn es diese Möglichkeit geben würde. Auch von meiner Seite danke an alle und auch an die Zuhörer, die ich jetzt hier nicht sehe. In 3 Tagen ist Wahl, geht wählen, ist wichtig für die Demokratie. Das vielleicht noch als Abschluss zu so einer politischen Diskussion am Ende. Danke. Vielen Dank euch. Vielen Dank. Sehr.